So, wieder mal weiter am Text. Och nö. Das wird jetzt langsam wirklich ein bisschen albern. Das wird jetzt wirklich langsam ein bisschen albern, dass wir immer wieder extra Touren machen müssen. Ja, eine extra Tour nacheinander. Und jetzt kommt also auch noch der Lampengeist Jagan wieder. Das Ganze ist jetzt hier wirklich nicht zum Lachen. Pharao Jagan der Zweite. Na toll, und ausgerechnet jetzt sind meine Kameraden ein bisschen wütend. Okay, wir beschleunigen den Kampf mal. Tja, Ende Gelände. Haha. Und auch der Lampengeist Jagan wurde erneut gerettet. Dann werden ja sicherlich als nächstes Jahr auch noch die drei Feen kommen. Tja, höchstwahrscheinlich kommen dann nochmal Nesco. Dann sowieso noch Zelda. Und Ladybug. Warum habe ich nur so ein Pech? Es ist nicht schön, sein Gesicht zu verlieren. Der dunklere Fürst muss weg. Mach ihn fertig. Ups, entschuldige den Ausbruch. Eigentlich bin ich doch jetzt viel zahmer. Pass auf dich auf. Tja, auf zum Gasthaus. Komm schon ein bisschen schneller. Gott, das Gasthaus wurde erreicht. Na, was jetzt? Ach, Brock will ins Zimmer von Oma Hilde gehen. Ist mir aber jetzt auch noch mal sowas von Schnuppe. Okay, die Magierüstung gefällt mir. Mal was neu Interessantes. Und wieder ist das Essen ausgegangen. Ach nee, ach nee, ach nee. Das ist jetzt so langsam sicher eine recht langweilige Situation. Aber wir sind ja sagt wieder vereint mit unserem Team. Wir sind wieder komplett. Also weiter. Thank you.
Gut, ein paar unserer stärksten Leute sind wieder beisammen. Wie sieht's aber jetzt hier aus? Ach je. Es dauert viel zu lang. Es dauert einfach viel zu lange. Als nächstes müssen wir wieder irgendwelche Juwelen suchen. Und dann wieder ein Tor öffnen. Es ist doch langsam zum Mäusemelken. Okay, ein paar neue Monster. So, neue Technik, Hitzegeschosse. Tja, auch mal wieder besser als nichts. Aber trotzdem, der Ärger zwischen Brock und Kira ist jetzt nervig. Na, was jetzt? Weißt du, was mein neuer Vorsatz ist? Ich will all meine Waffen täglich polieren, damit sie immer schön glänzen. Oh wow, sehr vorbildlich. Ich habe mir auch was vorgenommen. Ich werde beim Einkaufen nicht mehr anschreiben lassen. Ich bezahle jede Rechnung bis auf das letzte Goldstück. Anschreiben kann man doch eh nicht. Wenn ich zahlen kann, werde ich nichts kaufen. Ganz einfach. Okay, mach das. So, jetzt aber wieder weiter. Ah, wieder mal Bombenstimmung hier. Das Beste bei diesen Bombengegnern ist allerdings das Schöne, dass sie auch ihre Kameraden miterledigen. Gut, ein geheimer Pfad hat sie jetzt geöffnet. Zu einer Schatztruhe. Und wieder mal ein Brief. Wachwart. Anfangs. Gut, gut. Oh, und wer ist jetzt wieder... Brock ist jetzt krank. Das ist jetzt natürlich ja nicht gut. Weil dadurch können die beiden sich jetzt nicht versöhnen. Recht unschön. Warte, nein, wir brauchen einen Heiler im Team. Auch wenn wir nicht allzu viel heilen können. Mit Kies, so muss das Ganze jetzt hier gemacht werden. So, weiter geht's. Captain Bat, wir kommen. Ich weiß zwar nicht, wie du jetzt so weit hier voranschreiten konntest. Im Gegensatz zu uns. Aber gut, dann ist es halt so. Der Grübelforscher ist wieder da. Grübel, Grübel. So sieht es so oberhalb der Wolken aus. Hier oben fühlt man sich ja geradezu allmächtig. Preiset mich, ihr Normalsterblichen. Ah, du schon wieder. Lang ist her, ich bin's, Captain Bat. Immer forsch zu forschen bereit. Beeindruckend, dass du es bis hierher geschafft hast. Willst du vielleicht sogar noch weiter nach oben?
dann sollst du dich auf diesem Stockwerk genau umsehen. Es lohnt sich. Ganz oben scheint es diesen Ort nämlich einen Schatz zu geben. Folgende Worte einprägen. Der Schatz hier oben ist privat, also entdeckst den geheimen Pfad. Na gut, den geheimen Pfad haben wir jetzt ja schon offenbart. Und mit der Macht des geheimen Pfades... aktivieren wir dann das nächste Stockwerk. Na gut, ich hoffe jetzt wirklich, dass da drin das Juwel ist. Wäre jetzt nun wirklich ziemlich unverschämt. Oh, eine super Rüstung. Na, das ist jetzt leider nicht das richtige Item. Ich kann es leider jetzt immer nur wieder wiederholen. Ich finde jetzt das Ganze einfach nur nervig. Naja, aber solange man so einfach wie jetzt hier voranschreiten kann, ist ja alles gut. Also schön, was gibt's jetzt? Eine neue Robe, ein neuer Catsuit, ein neues Mikro. Mann, wir hinken aber wirklich ordentlich hinteran. Mit den Kleidungsstücken. Ich frage mich so langsam sicher, wie das überhaupt kommen kann. Menschenskinder, ist bloß eine verdammte Economy-Reise. Können wir die verkaufen? Oh, dafür kriegen wir bloß 500 Goldstücke. Das finde ich nicht gut. Reisen wir dann halt mal weiter. Ein geheimes Juwel. Wo mag das jetzt bloß versteckt sein? Und wieder mal so eine offensichtliche Fallgrube. Okay, versuchen wir es einfach jetzt nur mal in den nächsten Raum. Und dann müsste auch irgendwann mal wieder Brock auf dem Bein sein. Simon, strahlendes Licht hat mal funktioniert.
Oh, Junge, oh, Junge, oh, Junge. Der Kampf an sich mag vielleicht toll sein. Aber ich will so langsam endlich mal zum Ende kommen. Das ist ja doch beim besten Willen überhaupt nicht mehr interessant. Jetzt kommt gleich mal wieder ein Monster irgendwo um die Ecke. Oh, die goldene Platte erhalten. Gut, das wird dann jetzt wohl ausreichend sein. Auf in den nächsten Stock. Das Blöde ist aber natürlich, dass ich jetzt glaube, dass meine Erfahrungspunkte und Lebenspunkte und vor allem meine Levels überhaupt nicht ausreichend sind für den letzten Kampf. Ja, aber das ist jetzt so langweilig geworden. Okay, weiter geht's. Mann, der wievielte Part ist das jetzt eigentlich schon? Wie lange brauchen wir denn hier noch? So, mal was Neues. Wieder eine Öffnung. Wir haben eine Platte, die passt. Passt perfekt. Ja, jetzt können wir unseren Weg fortsetzen. Oh nö, ich will doch, er sagt da längs und nicht, er sagt zur Truhe. Also war das jetzt quasi unnötig. Es sei denn natürlich, es gäbe jetzt dann mal eine neue Kleidung für Kies. Das Pharao-Schwert. Okay, das sieht ja jetzt noch besser aus als das Heldenschwert. Aber trotzdem, das war am Ende ja auch wieder unnötig. Und wehe, wenn das jetzt Furien sind. Weil das könnte ja ziemlich gut passen. Nein, es sind ja bloß ein paar Banshees. Dann mal weg vom Fleck mit euch. Auf dass wir jetzt endlich ins nächste Stockwerk gelangen können. Vielleicht dann noch einen kleinen Bossfight hinterher. Und dann ist aber auch Schluss mit lustig. Na bitte, wieder mal etwas Gold. Vielleicht können wir das Gold jetzt auch gut ausgeben. Und was ist jetzt schon wieder los? Wer ist jetzt krank? Okay, noch nicht mal wieder zum Einsatz gekommen. Und schon ist er wieder krank. Eine Stahlrüstung ist nicht verkehrt. Aber Kies, oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Kies soll verdammt nochmal jetzt mal stärker werden, eine bessere Ausrüstung und so weiter und so fort kriegen. Aber wenn er so weitermacht, wird er aus nichts. Die anderen können ja nun wirklich jetzt nichts anderes machen, als ihn ständig zu übertrumpfen. So, der Runenpixer ist aber jetzt, was wir gebrauchen können. Erstmal was für Dämona. Und dann natürlich auch gleich was für unsere Kasse. Naja, die Luxustickets können wir ebenso verkaufen. Es sind zwar bloß 1500 Goldmünzen. Aber besser als nichts.
Tja, so kann man es natürlich auch machen. So kommt man wenigstens leichter an Geld ran, als wenn man Schnick, Schnack, Schnuck spielen würde. Okay, eigentlich wäre es andersrum ja einfacher. Na, jetzt er sagt nochmal eine Niete. Und dann mal weitersehen. Als nächstes dann auch noch der Runenpiekser. Noch zwei Tickets ausgeben. Und so gleich haben wir jetzt über 20.000 Goldmünzen und einmal sogar auch noch EP gekriegt. Mal sehen, wer kann es denn vertragen? Den Mona auf alle Fälle. So konnte sie wenigstens ein bisschen nachleveln. Ist zwar auch nicht gerade sehr viel, aber besser als nichts. Wirklich besser als nichts. Und jetzt müssen wir auch noch den nächsten Schalter betätigen. Tja, sauber abgeräumt. Oh, bitte, der... Sag mal, wie bist du überhaupt zum dunklen Fürsten geworden? Ah, das ist eine lange Geschichte. Ich arbeite in einer gelben Bananenfabrik. Dort habe ich jeden Tag körbeweise AP-Bananen hergestellt. Aber irgendwann kam mir Zweifel, dass ich das noch lang machen können möchte. War das wirklich das Leben, das ich wollte? Und kaum war mir dieser Gedanke gekommen, da hörte ich eine Stimme. Möchtest du groß vollbringen? Fragte sie. Ich kann dir unermessliche Macht verleihen. Die Versprechungen dieser Stimme waren so verlockend. Und so habe ich sie geöffnet, die verbotene Schachtel. Etwas Schwarzes flog heraus und ergriff Besitz von mir. Es war der dunkle Fluch. Er übernahm meinen Körper und verwandelte mich. Und so wurde ich der dunkle Fürst. Ah ja, langweilig. Was? Klar, Bananenfabrik. Furchtbar. Übrigens, wer ist die Person, von der der dunkle Fluch nun Besitz ergriffen hat? Der große, weise Let's Play Markus. Mein Mentor. Oh nein, nicht er. Tja. Leider er. Ach, nee. Ich krieg hier langsam die Krise. Hey, hör mal, Manni. Neues mit meinem Stallhaus ist etwas Heu ins Auge geraten. Ach, da muss direkt heulen. Ein blöder Witz. Und ich habe so langsam das Gefühl, wir haben hier nicht den richtigen Weg eingeschlagen. Nein, anscheinend leider nicht. Okay, Brock ist wieder da. Aber ich will verdammt nochmal endlich woanders hin. Den nächsten Bereich. Naja, wenigstens können wir unsere Ausrüstung wieder ein bisschen verbessern.
Ist ja wenigstens auch eine Kleinigkeit. Zwar nicht das Beste, was ich machen kann. Aber besser als nichts. Und bisher machen wir auch wirklich nichts weiter als nichts. Ja, ich sagte zwar, dass sie ihren Fisch behalten kann, aber jetzt muss es doch ein bisschen heldenhafter zugehen. Und hier drüben ein Smoking-Outfit. Na, endlich wenigstens mal was Neues. So. Ende Gelände mal wieder. Obwohl, wartet. Ich will lieber was. Erstmal was wieder schaffen. Also weiter geht's. Auf zum nächsten Bereich. Wie kann das jetzt angehen? Okay, wir können einfach nur noch mal sehen, ob wir vielleicht beim anderen Bereich, bei der anderen Abzweigung, noch einen Schalter oder so finden können. Ansonsten ist das Ganze jetzt wirklich langweilig. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen ja keinen Schalter. Ja, ich hab's wirklich so langsam gefühlt, hier gibt's keinen Schalter. Oder doch? Oh, gut. Ein Schalter. Na bitte, ein geheimer Pfad hat sich offenbart. Tja, aber ansonsten muss ich wirklich langsam mal sagen, wir haben hier langsam mal genug für heute. Na, ja, man muss es langsam wirklich mal so zugestehen, eingestehen. Jetzt ist aber langsam sicher mal Schluss. Schauen wir aber trotzdem noch mal hier kurz weiter. Oh, sieh mal an. Das ist ja jetzt mal was anderes, was Interessantes. Ein goldener Königsploin. Ein Go-Gold-Ploin. Okay, den müssen wir natürlich jetzt noch herausfordern. Alles Weitere wäre jetzt schwachsinnig, wenn ich jetzt den Part beenden würde.
Gut, der Goldploing ist damit auch gleich erledigt. Na, da bin ich aber gleich auch wirklich mal gespannt, wie viele Goldstücke wir gleich kriegen werden. Gegnerstatus können wir jetzt leider nicht einsehen. Also gut, wir haben es gleich geschafft. Also schön, der Königsgoldploing besiegt, 20.000 Goldstücke kriegt. Tja, und damit kann ich jetzt wirklich erstmal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir könnten zwar jetzt auch nochmal versuchen, die nächste Etage in Angriff zu nehmen, aber seien wir mal jetzt ehrlich, das ist jetzt einfach nur langweilig. Wir haben ja jetzt hier wirklich nichts gerade Bahnbrechendes gemacht. Wir haben, hier nach ein goldenes Emblem gesucht. Es hat nicht sehr viel gebracht. Wir hätten sofort gleich zu diesem Gang hier gehen müssen. Naja, aber wenigstens hatten wir jetzt nochmal wieder 20.000 Goldmünzen. Dank dem Goldploing. Und damit hat sich das jetzt auch erstmal für diesen Part. Und damit sage ich bis dann und ciao.